So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir mussten nur noch 4 Challenges machen. Darunter Family Man, Purist, Suicide King und Glaskanone. Glaskanone können wir noch nicht machen, weil wir dafür erst Family Man durchmachen müssen. Was wir doch jetzt mal probieren. In dieser Challenge können wir wieder nicht schießen. Wir haben nur Begleiter, die schießen können. Wir haben Dead Key, womit wir Türen öffnen können. Haben Best Friends Forever ist das, glaube ich, wodurch unsere Begleiter stärker werden. Und wir müssen bis nach Isaac kommen. Könnte also sogar noch recht interessant werden. So. Da haben wir auch schon mal ein paar Herzen. Die wir allerdings noch nicht aufnehmen, denn wir... Oh. Ja, wir sind hier auf der ersten Ebene, da lohnt sich die einfach nicht. Goldräume gibt es, glaube ich, wieder nicht. Ich guck mal kurz. Steht hier jetzt gerade gar nicht leider dabei. Aber ich meine, Goldräume gibt es nicht. Das heißt, das übliche Problem bei diesen Challenges, keine Goldräume. Und wir können natürlich leider auch nichts freischalten, also kombomäßig. Ach Gott, aber die schießen so langsam, die Begleiterbabys. Das ist, finde ich, das größte Problem daran. So, da hätten wir einen Schlüssel. Wir haben eh Dead Key, daher ist das eigentlich scheißegal. Und haben gleich auch... Alter. Wie ich jetzt mal voll erwischt werde. Unnötig. Alter. Das ist nur Monstro. Und schon 2 Treffer abbekommen. Oh, dann schießen diese Kackbabys nicht mal weit genug. Moment, ich habe mich eben gejuckt. So. Also gekratzt, um genau zu sein. Wow. Go, Begleiterbabys, go! Tötet ihn. Also wir haben es auch bald mit den Challenges hinter uns. Endlich, muss ich zugeben. Das bringt uns relativ wenig, leider. Weil das nämlich, glaube ich, keinen Einfluss auf unsere Babys nimmt. Gar nicht mal so gut. Wir werden jetzt allerdings erstmal diese Ebene noch komplett erkunden. Um zu schauen, ob es wirklich keine Goldräume gibt. Denn manchmal gibt es Challenges, wo Goldräume halt drin sind. Oh, und dieser Raum lohnt sich natürlich auch schon sehr eigentlich. Ja, werde ich da auf jeden Fall reingehen. Ja gut, wenn allerdings sowas dabei rauskommt, lohnt sich's weniger leider. Das war's mit meinem schwarzen Herzen, den ich durch das Evil abbekommen habe, durch das Boss-Item. So, hier unten hätten wir einen Shop, aber es gibt keine Goldräume, okay. Dann wissen wir das jetzt auch. In den Shop kann ich sowieso rein, dank meinem leertasten Item. Aber das ist uns egal. So, und jetzt versuchen wir auf einen Satan-Deal zu kommen. Und an einen Satan-Deal zu kommen. Nam, 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 nam. Da haben wir noch ein halbes Herz. Ja, habe ich auch noch mitgenommen. Gut. Sehr schön. Warum Cellar? Ich hasse Cellars. Wow. So. Ich will einen Satan-Deal, aber ich will natürlich auch hier... Ne, den will ich eigentlich nicht. Und da hätten wir doch... Ach komm! Das ist so ein der geilsten Items, die man haben kann. Das hier. Da kriegt man Sensentränen. Ich kann es aber nicht mitnehmen. Ja, aber das kann ich mitnehmen. Und den auch. Das andere lohnt sich leider nicht. Da wir keine Tränen haben. Es ersetzt unsere Tränen und packt dazu, also macht daraus Sensen, Schüsse. Aber da wir keine Tränen haben, naja. Könnt ihr euch ja vorstellen. Das ist aber ein Item, wo ich echt hoffe, sobald wir mit den normalen Ones wieder machen, dass ich das relativ schnell und auch oft finde. Ach, das ist Pride. Mir gar nicht aufgefallen. Aua. Aua. Diese Bombe und ich bin tot. Change? Was changed es denn? Ich hab keine Ahnung, was es changed. Wow. Aber wir haben jetzt zum Glück sowieso 100%ige Satan-Deals.
Aber ich werde mal eben gucken, was das Ding macht. Dieser Stein. Rune auf Petro. Ah, das hatte die Six-Effekt. Wir wollten alle Items im Raum gerade. Das heißt, wir könnten unter Umständen ein Boss-Item wollen. Wenn ich das richtig verstehe. Und wir könnten die Sense bei Satan wollen. Obwohl, nee, bei Satan lohnt es sich eigentlich weniger. Weil wir müssen ja trotzdem Herzen dafür aufgeben. Das wäre natürlich nicht so gut. Hallo. Nee, Münze. Ach komm. Und der spawnt natürlich diese Kackspinne ausgerechnet, oder wie? So, da ist er tot. Was bekommen wir? Der ist, glaube ich, gut. Wenn wir Tränen hätten. Hier war die Sense drin, ja. Aber ein HP-Up war, glaube ich, auch drin. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen nur Items, die einfach nur pur HP abgeben oder sowas. Gar nicht. Die können wir eigentlich alle rewollen. So. Einmal hier rein. Hier ist leider wieder nur Müll drin. Ärgerlich sowas leider. Ärgerlich. Ja, ein Schlüssel, komm. Und hier durch einmal. Hallo. Meine kleinen Fliegen. Hui, ausweichen sollte ich auch. Das wäre echt ratsam. Und damit wären alle kaputt. Hallo. Schlüssel bekomme ich ohne Ende. Hilfe. Warum renne ich da rein? Warum tue ich das? Sagt mir das mal einer. Der war dumm. Ich habe die Fliege einfach nicht mehr gesehen. So viele Begleiter, das sehe ich die Fliege einfach nicht. Eine Bombe. Schon mal interessanter als Dings, ne? So, Sesam, öffne dich. Gucken wir mal rein, was hier drin ist. Nein. Nett dafür. Und tschüss. Gehen wir mal hier lang. Das ist auch wieder so ein blöder Raum für mich. So, Moment. Los, produziere wieder Fliegen. Wir haben das Rottenbaby, das produziert halt immer eine Fliege. Alter. Ich wollte mich da eigentlich extra hinterm Stein verstecken, damit es mich nicht trifft. Ich kann dich auch einfach mit Fliegen umbringen, mein Freund. Ich habe da kein Problem mit. Ach, Alter, komm. So, Fliegen, go! Fliegen vor, noch ein Tor. Damage-Up wären auch gar nicht mal so schlecht. Dann dürften die Fliegen zumindest stärker sein, oder? Tja, das war's mit Glück. Wir können ja hier einfach mal die Türen öffnen und den Geheimraum sogar. One plus one wäre natürlich nicht schlecht. Wir haben allerdings nur leider kein Geld. Und noch ein Herz weniger, okay. Das ist super, das ist geplant, das mag ich so. Und leider in einen unnötigen Raum reingegangen. Wenn man es so sehen will. Wie ihr seht, führt dieser Raum halt nirgendwo hin. Also der Disky, um das zu erklären, dieses Leertasten-Item, was ich gerade habe, öffnet einfach alle Türen. Ist eigentlich relativ uninteressant. Wir müssen außerdem mit dieser Kombo bis nach Isaac kommen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass das nicht so einfach wird. Mit dieser Kombo bis nach Isaac und dann auch noch Isaac besiegen. Stirb bitte. Danke. So. Ja, und vor allem nicht bei solchen Räumen hier.
Ich kann diesen Idioten einfach nicht ausweichen. Ich habe auch keinen Bock drauf, ey. Ach so. Aber sonst geht's euch gut, liebe Entwickler. Da nenne ich mal einen Double-Trouble-Raum hier, ey. Auch wenn diese Viecher eigentlich gar nicht mal so schwer sind. Sie sperren mir gerade nur oben leider die Wege ein. Aua. Ich bin auch gleich tot, sehe ich gerade. Mich hat da gerade anscheinend eine große Träne erwischt. Von denen. Die machen, soweit ich weiß, nur Speed-Up. Die sind, ja, die sind alle interessant jetzt gerade gewesen. Obwohl Damage-Up ist jetzt gar nicht mal so uninteressant. Dank, die Fliege, die wir haben. Denn die müsste ja vom Damage-Up her abhängen. Oh, das ist auch sehr schön. Und wir nehmen, glaube ich, Krampus zu Rage mit. Dann können wir uns wenigstens auch noch ein bisschen besser wehren. Haben noch ein zusätzliches Herz. Also einen neuen Herzcontainer. Und dann gucken wir doch mal. Jetzt können wir natürlich die Tür nicht mehr aufschließen, aber wir haben 10 Schlüssel. Also ich glaube, von wegen Türen aufschießen werde ich jetzt mal das geringste Problem haben. Ich würde ja eher die Bombendinger als erstes töten, muss ich zugeben. So. Da lebt noch einer. Okay. Geregelt. So, was hätten wir hier? Ein Devilbäcker. Heißen die Dinger Devilbäcker? Ja, ich glaube schon. Also einer, der Herzen zumindest haben will, um uns irgendwas zu geben. Was ich persönlich nicht ganz so gut finde. Fliege, du darfst gern rübergehen. Kurz nochmal am Ohr kratzen. Immer wenn ich Isaac spiele. Ich weiß auch nicht warum. So. Bei anderen Spielen habe ich das nicht. Schöner Schuss, mein Freund. Yay, Leben. Wir bekommen sowieso immer Satanräume, daher sind Silberherzen jetzt nicht mehr ganz so elementar wichtig. Boah, Alter, ich hasse diese Räume, ne? Boah. Einen hätte ich. Zwei. Alle drei. Sehr schön. Dumm. Hallo Greedy. Ich weiß auch nicht, warum ich in den Shop gegangen bin, weil ich habe eh kein Geld, davon erstmal abgesehen. Jetzt habe ich ein bisschen Geld. So. Ein kleines Seelenhärtchen. Oder das, Seelenherz? Ja doch, ist richtig. Genau das wolltet ihr, dass ich sage. Anstatt Silberherz. Auch wenn für mich immer noch die Internal Hearts, die Seelenherzen sind, muss ich zugeben. Vielleicht liegt das auch einfach an... Ja doch, liegt an der Farbe. Diese weißen Herzen sehe ich eigentlich irgendwie eher als Seelenherzen an, als dieser Herzen. Ich meine, natürlich, vom Macher ist andersherum richtig. Da habt ihr absolut recht. Das ist ja richtig, Leute. Das ist ja richtig. Da sage ich ja gar nichts gegen. Dass ich es falsch nenne, weiß ich. Obwohl, so falsch ist es auch nicht. Es sind ja silberne Herzen. Also von der Farbe her zumindest. Danke, mein Freund. Also Huske. Der tote Huske. Bringt mir nichts. Äpfelschuss. Ich weiß leider nicht, was der Rechte gemacht hat. Der Linke. Das Rechte weiß ich. Das ist ein Damage-Up. Das ist ein Attack-Speed-Up. Und auch noch ein Damage-Up. Sehr schön. Jetzt dürften die Fliegen wenigstens ein bisschen Schaden machen. Ich hoffe es zumindest. I hope it. So, was mir gerade einfällt, was ich auch vielleicht mal machen sollte, ist nochmal kurz das Aufnahmeprogramm in den Vordergrund zu schieben. So. Naja, es geht von dem Schaden der Fliegen her, muss ich zugeben. Jetzt ist es auch ruhig mehr sein können. So. Da kann man wirklich überlegen, es kaputt zu sprengen.
Justice. Aber nochmal von jedes Item mehr oder weniger eins drin. Kaki. Oh, Maggie's Face. Ja, das wollen wir doch mitnehmen. Das gibt uns jede Ebene, soweit ich weiß, ein Eternal Heart. Das hat Kotori zum Beispiel gerade erst freigeschaltet. Das kann sie sehen. Sie hört mich zwar nicht reden, aber sie guckt gerade live zu. Daher sagte ich gerade, sie kann es sehen. Und zwar über den Steam-Livestream, den es ja mittlerweile auch gibt, aber nur in der Steam-Beta. Ja, ich habe es liegen lassen, ich weiß. Hilfe. Ich habe Zeit, Leute. Alter, ne? Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Viecher hasse, oder? Aua. Das war nicht ganz so dumm, aber der Reward ist echt gut. WTF. Doch viel besser hätte er gar nicht sein können, ey. So, den Schlüssel nehmen wir auch noch mit. Oh, Envy. Mein guter alter Freund. Der eigentlich relativ unnötig ist. Hallöle, meine Freunde. Ich bin der blinde Isaac. Und ich muss euch leider bitten zu gehen. Boah, Isaac wird so die Hölle, ne? Isaac wird so die Hölle. Mit dieser Combo. Hier können wir uns noch zweimal voll healen. Das wird uns aber wahrscheinlich nichts mehr bringen. Wenn ich unsere HP so angucke. Mit den Silberherzen. Oh, the Beamstone. Sehr schön. Das heißt, den Shop zu suchen, wäre sogar... Aua. Die recht intelligente Idee. Also da ist den Shop auch noch aufzusuchen. Ich sag's mal lieber so. Denn es könnte ja was Reduziertes oder so drin sein. Das ist nicht der Shop. Aber trotzdem gut, sowas hier zu haben. Hilfe. Könnte gefährlich enden, sowas. Wir nehmen es auch gerade ganz frisch auf. Die Folge, die ihr jetzt gerade seht, die habe ich im Endeffekt gestern aufgenommen. Das ist also wieder eine ganz frische Folge. Ich kann also gerade wieder relativ gut auf Sachen eingehen, wenn ihr mir was schreibt. Zumindest, naja, eigentlich nicht, weil ich wieder im Voraus aufnehmen möchte. So ein bisschen was. Aber auf die Sachen von... Das ist nochmal ein Begleiter, glaube ich, oder? Ja. Der durch den Raum fliegt und schießt. Aber ich glaube, ich nehme doch lieber das hier mit. Auch wenn der Begleiter vielleicht deutlich besser gewesen wäre. Nimm's. Das kann doch nicht sein, komm schon. Ich habe eh keine Range. Yay, Pretty Fly. Und nochmal Lockdown. Eine goldene Kiste dürfte ja mittlerweile keinen Schlüssel kosten. Oh, Gabby's Head. Ein noch und dann sind wir Gabby. Bringt uns allerdings leider nicht ganz so viel. Frage ist, Gabby's Head oder lieber Dings? Ich glaube, ich nehme sogar Gabby's Head lieber mit. Obwohl beim Boss benutze ich, glaube ich, nochmal... So, Moment. Ich mache jetzt nochmal Gabby's Head kurz. Wo sind wir denn gerade? Necropolis 1, okay. Genau, Bitch. That's life, Motherfucker. Nehmen wir mit. Denn dann können wir auch die Herzen optimal verwenden. Und wir können Verfolger mit einer Blutspur ärgern. So, jetzt nehmen wir aber den hier mit. Gabby's Head. Denn ich glaube, die fliegen
sind dann auf Dauer doch besser. Vor allem, weil ich die Fliegen halt in jeden Raum benutzen kann. Gut, bei Isaac dann wiederum vielleicht nicht. Dann werde ich es vielleicht bereuen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wir haben... Und ihr seht, wir haben ein Seelenherz. Also so ein... kein Seelenherz. Ein Eternal Heart haben wir. Und nochmal Mutters Hände, WTF. Wir wollen uns aber unbedingt wieder zurückschicken anscheinend. Da kommt noch eine Hand. Aber das war's jetzt anscheinend. Bad Gas, die behalten wir mal lieber. Als die andere Pille. Die Lilanen schießen einfach, wie man es vielleicht schon sieht, in allen Richtungen. Aber gut, nach knapp 80 Parts, so langsam dürfte man das auch wissen, glaube ich. Auch wenn ich immer noch nicht alles weiß, muss ich zugeben. Aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, ich spiele dieses Spiel immer nur so... Ja, eine Zeit lang suchte ich es dann oder nehme relativ viel auf und dann wiederum eine Zeit lang eher gar nichts. Denn bis jetzt habt ihr wirklich jeden One, den ich großartig gespielt habe, gesehen. Außer die, die Kotori mal gespielt hat. Aber sie hat auch immer so gespielt, dass sie nichts freischalten kann bei mir. Ihr dürftet also nichts verpasst haben. Oh Gott. Diese Viecher machen leider auch ein Herz Schaden, ist das große Problem an ihnen. Sind jetzt aber auch tot. Wir sind bei Mutter, ne? Wir könnten den Shop noch aufsuchen. Das wäre noch eine Sache. Da hätten wir ihn auch schon. More options. Würde mir gefallen, bräuchte ich aber noch 3 Münzen für. Wir können ja mal gucken, ob wir sie hier irgendwo noch rauskriegen. Wow, danke. Mach mal eine Pretty Fly. Wo könnte denn der Geheimraum sein? Der kann, glaube ich, nicht am Bossraum angrenzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bräuchte ich da gar nicht zu gucken. Was ist hier unten? Also hier. Ja. Oh Gott, super Gebiet. Ja, musste das sein, mein Freund. Musste das sein. Auf jeden Fall haben wir unsere 3 Münzen. Das ist auch schon mal sehr schön. Stirb doch. Danke. Ja, das können wir leider nicht gebrauchen. Wir verlieren gleich eh ein Herz. Wenn wir von Mutter nicht getroffen werden, wohl bemerkt. Aber wir wären denn wahrscheinlich sehr... Höchstwahrscheinlich von Mutter noch getroffen. Von ihr oder irgendeiner ihrer Begleiter zumindest. More Options bringt zwar bei Mutter nichts, aber wir haben da noch den ganzen Womp vor uns. Wo er gar nicht mal so schlecht ist. Was hätten wir sonst noch? Ja, das war's dann. Womp und dann noch einmal die Kathedrale, aber bei der Kathedrale bringt es auch nichts. Obwohl bei Mutter selbst auch nicht, bei Mutters Herz. Bringt es also, glaube ich, nur noch für eine Ebene was. Und zwar die hier nach. Isaac. That's my name, bitch. Einfach mal angepupst. Einfach, weil ich drauf stehe. Das war's mit Mutter. Wir müssen nach Isaac. Also ist sowieso egal, wir nehmen das Polaroid natürlich. Oh. Sollen wir dich mitnehmen, mein Freund? Dann gibt es eine Chance, dass wir hin und wieder mal Silberherzen bekommen, wenn wir getroffen werden. Wir verlieren sowieso kein Herz dann. Also jetzt verlieren wir kein Herz dadurch. Wir haben eins ausgegeben und bekommen jetzt eins dazu und haben ja sowieso die Herzleiste voll gehabt. Sprich, wir haben jetzt... Genau genommen kein Herz verloren. Zack, da ist es nämlich wieder. So, und jetzt können wir, soweit ich nämlich weiß, Silberherzen droppen, wenn wir getroffen werden. Ja, da konnte ich mich nicht wegbewegen, mein Freund. Also manchmal, ja, bei den Challenges ist das natürlich auch teilweise sehr unausgeglichen, muss man zugeben. So wenig Schlüssel. Der ist tot. Schall. Lalalalalalal.
Lalalalalalalal. Hilfe! Ach Junge. Boah, schon zwei Herzen verloren und wir sind gerade erst angekommen. Scheiße. Wir hatten leider nicht das Glück, Dings zu bekommen, ey. Wafer. Ich glaube, der kann auch nur in den goldenen Raum kommen und nicht beim Bossen, oder? Oder kann er auch bei Bossen droppen? Hilfe! So ein Wichser hinter mir. Ich weiß nicht, wie ich die treffen soll. Weil meine Fliegen so langsam sind. Und der da hinten hat zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr, sich zu bewegen. Yay. Wow, ich hab's geschafft. Sie sind tot. Ich hab die Dämonen besiegt. Tschakka, 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 tschu, tschu. Hallöchen. Hab euch auch lieb. Ich mag es, Verstecken zu spielen manchmal. So. Nichts. Ärsche. Oben brauchen wir wahrscheinlich gar nicht lang zu gehen, oder? Ich gehe mal von nicht aus. Also von nein. So. Nein, danke. Hilfe. Würde ich ja gern reingehen, aber nicht mit der Herzensanzahl, denn das kostet natürlich auch gut. Ich dachte, da wäre eine Schlucht im Boden, aber das ist einfach nur so komischer, gebröselter Boden. Ach komm, nicht schon wieder. Die Bombe würde ich gern haben. Bevor ich in den großen Raum muss, was ich aber sehr wahrscheinlich sowieso muss, gehe ich dann doch lieber nochmal hier oben gucken. Ah, zum Glück habe ich es getan. Bevor ich in den großen Raum gegangen bin. Ach ja, was habt ihr heute noch so vor? Also ich kämpfe gerade gegen Kacke. Versuche die zu besiegen. So. Da hätte ich sie dann mehr oder weniger jetzt auch schon besiegt. Die Kleinen sind nicht mehr ganz so schlimm. Auch wenn sie mich wahrscheinlich schon ein paar Mal getroffen haben in diesem Let's Play. Tschüss. Komm halt noch näher, mein Freund. WTF. Au. Das war der Effekt von Gimpy. Das, was wir noch vorhin im Dämonenraum mitgenommen haben. Stirb. Hör auf mit diesen Kack-Verfolgungstränen, Alter. Ja, ich versteck mich einfach hinterm Stein, du Arschloch. So, All Sub Up and Shuffle oder... Ich guck mal hier rein. Oh, Bum Buddy. Nämlich die beiden mit. Komm, nehme ich den mit. Hat mir kein Herz gegeben. Schade, ich hatte gehofft, es gibt mir wieder einen Herzcontainer, damit ich mich ein bisschen sicherer fühlen kann. Aber eins sollte ich sowieso bekommen. Eigentlich hätte ich ja normalerweise Fliegen mitgenommen. Das ist kacke. Also Autotorwett ist, der schießt halt automatisch auf Feinde, wenn die nah genug dran sind. Hier wie so. Und er schießt halt auch recht gut auf Feinde, muss man zugeben. Daher habe ich den mitgenommen. Ach Gott, ey. Dumm von mir.
Und da wir halt keine eigenen Trainer haben, dachte ich mir so bei Isaac, wenn ich mich da mal so in der Nähe parke. Alter, komm schon. Jetzt verliere ich schon wieder so viele Herzen, das gibt's gar nicht. Ups. Der Bumper, der hat seinen Einsatz gewittert. Er hat zumindest schon mal ein halbes aufgenommen. Willst du mir was geben? Nö. Arschloch. hallo. Sloss. Ist doch gut, mein Freund. Alles wird gut, alles wird gut. Keine Sorge. Temperance. Blutspendeautomat. Oh, und dich auch noch. Nochmal ein paar Herzen für uns. Danke. Hopp. Da ist noch was für dich. Und noch eins. Danke. Hier soll auch noch ein Herz sein, laut Karte. Ah, da oben. Düm. Boah, beeil dich! Der wichtigste ist der langsamste. Menno. So. Jetzt hätten wir diesen Raum schon wieder. Hilfe. Lockdown, ja, genau das, was ich möchte. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Aber mittlerweile habe ich eine ganz schöne Begleiterreihe hinter mir. Ja, ich glaube, der braucht noch ein halbes jetzt. Um mir was zu geben. Aber mir würde auch noch ein Gabi-Item fehlen. Das ist natürlich schon schade. Ich würde ja schon gerne in die Räume gucken. Interessiert mich nicht. Der eine Schlüssel. Guck mal da, Bambuddy. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht auf den Stacheln droppen. Ich bin mir gerade am Kratzen. Einen Moment. Oh Gott. So, wie gesagt, bei Isaac spielen. Wahrscheinlich, weil ich da so konzentriert spielen muss. Sonst wüsste ich nicht warum. Ach so, ihr schon wieder. Ich sag nur Déjà-vu. Aber diesmal bin ich schon mal ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Merkt man daran, wie schnell sie kaputt gehen. Und das in dieser Challenge. So, Bambuddy, dein Einsatz. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hatte keine Wahl auszuweichen. Also keine Chance irgendwo auszuweichen mehr. Nix. Oh, aber jetzt. Yay. Wir leben gerade so knapp über unter Limit. Ich hab Fliegen. Er nicht. Ich hab fliegende Fliegen. Hallo mein kleines Hähnchen. Und hallo, meine kleine Hirne. So. Isaac! Ich finde die Anfangsphase sogar immer noch am schwersten, muss ich zugeben. Mit den Augen. Ja, hallo, triff es doch bitte. Danke. Ich muss mich eigentlich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Hilfe. Es wird gerade schwer auszuweichen. Wo will denn der Bambuddy hin? Habt ihr da gerade irgendwie ein Herz oder wie? Ich muss hier lang. Was zur Hölle machst du, Mutter? Danke. Egal. Geschafft. Jetzt allerdings nochmal bis nach Dings. Ne, bis nach Isaac. Mom's Knife, das uns absolut nichts bringt, leider. Denn wir können keine Tränen haben. Aber diese schwarzen Herzen nehmen wir doch sehr gern mit. So, ab in den Himmel. Und ich trinke mal einen Schluck. Er denkt mit seinem Pimmel, der gerade mal 3 Pixel lang ist. Auch sehr interessant zu wissen.
Aber gut. In dem Alter, wieso sollte man da einen großen Penis haben? Bringt einem sowieso noch nichts. Aua. Wäre so richtig schön unnötig gewesen. Das wird auch wieder so richtig schön unnötig. Fliegen bitte. Willst du mir schon was geben? Ah ja, danke. Thank you, my dear friend. Also nicht mein Rehfreund, sondern mein lieber Freund. Das nervt gerade, mein Freund. Ist doch gut jetzt. Alter Schwede. Dass ich da nicht getroffen wurde. Ach, Lille. Lokis und Artgenossen. Schieß ruhig auf Loki weiter. Oh. Auf Loki und nicht auf meine Deckung, du Arschloch. Noch ein Silberherzchen. Seelenherz, Entschuldigung. Ich muss mir halt auch noch umgewöhnen. Da haben wir ihn wieder hochgejagt. Ich würde ja gerne den Turret in seine Nähe bringen. Den Auto-Turret-Begleiter. Genau. Damit er halt drauf schießt, dann geht's halt deutlich schneller. Ah, oh, schon wieder. War's das? Nein. Natürlich war's das nicht. Wir gehen runter. Der Tod war hier, oder? Ja, der Tod war hier. Mit Gesellschaft, so wie es aussieht. Wo ist der Tod? Hä, Tod? Alter, ist das ein Ernst-Tod? Könntet ihr ihn bitte töten? Tut mir den Gefallen und tötet den Tod. Aua. Dieser Kopf ist mir egal, tötet den Tod. Hier habe ich mir schon wieder 2 Herzen verloren. Das ist schon wieder Kacke hoch 10, ey. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Lockdown-Pille noch mit mir rumzuführen. My word, Buddy. Noch ein Begleiter, sehr schön. What the heck? Vor Wheelie Missgeburten, ey. Wenn es so weitergeht, werden wir es doch nicht mehr schaffen. Was soll denn der Scheiß, ganz ehrlich? Jo, natürlich werde ich noch getroffen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn nicht. Hier waren wieder die Herzen. Die Hände. 3 Stück an der Zahl, okay. Das waren die 3 Stück jetzt aber auch. Ach komm, wo ist Isaac? Das ist Squeed, nicht Isaac. Das war leider in doppelter Ausführung. Was soll denn der Bullshit? Die eine ist schon kaputt. Der andere leider noch nicht. Hallo. Geil, Steam Sale. Ohne das Item hätte ich jetzt echt nicht mehr weitermachen können. Das hat mir jetzt echt das Leben gerettet. Ey, was zur Hölle ist denn los? So gierig war ich denn. Yay! 2 Räume hintereinander, Steam Sale. Jetzt habe ich 100% off. Und kriegen wir das letzte Gabby-Item? Nein, aber wir kriegen nochmal einen kleinen Herzensschub. Nicht da droppen, mein Freund. Wenn du was zum Droppen hast. Ne, hast du gar nicht. Oh Gott, ernsthaft.
Ich lebe. Aua. Ich finde, ein Gegentreffer für diesen asozialen Raum ist echt in Ordnung. Ach komm. So. Jetzt geht's los, Leute. Boah, ey. Hilfe. Scheiße. Ach komm. Wieso jetzt schon zwei Treffer? Ich will den Autoturret in seine Nähe bringen. Sehr dumm eingesetzt von mir leider. Ernsthaft? Also wenn ihr wollt, dürft ihr ihn töten. Komm ruhig in meine Nähe, damit das Autoturret auf dich schießt. Wow, 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 mein Freund. Ich halte leider nur noch drei Treffer aus, dann bin ich tot. Wow, 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 wow. Hilfe. Aua, scheiße. Kommt. Oh Gott. Halbes Herz überlebt. Ich geh's nehmen. Epic Fetus und Glass Cannon freigeschaltet. Damit hätten wir Challenge 11, Leute. Und alle und damit auch alle Challenges. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.